So, die Fenster sind endlich da. Da wollen wir jetzt mal gucken. Ich wollte hier ein Loch reinschneiden und dann das Fenster einbauen. Da wollen wir mal gucken. 1,50 m war das Fenster lang. Ich habe eben mal nachgemessen. Es ist 1,55 m. Da hat wohl in der Firma da einer vermessen. So, von 1,50 m die Hälfte wären ja 75,5 m. Na, hier haben wir gesagt, hier ist die Mitte. 75,5 m. So, das könntest du minimal größer schneiden. Ja, so, da wäre es vielleicht einfach auch einzubauen. So, 100. So, jetzt genau der Steg. Sehr gut, da kann man nämlich hier direkt am Ende vom Steg schnippeln. So, jetzt will ich ja hier dann ein Loch reinschneiden. Dann diese Teile hier rausnehmen. Ich hoffe nicht, dass die mir alle runtersegeln. Dann, wenn ich jetzt hier quer schneide, dass die oben rausfallen, was aber wahrscheinlich der Fall sein wird. Ich weiß nicht, wie die ineinander gerastet sind. Na, gucken wir mal. Jetzt werde ich auf jeden Fall erstmal ein paar Löcher reinbauen, dass ich mit der Säge durchkomme. Akkuschrauber. Und irgendwann schon hier ein 13er Bohrer. Ist ja richtig strahlender Sonnenschein draußen. So, jetzt müssen wir hier durchbohren, ob das geht. Durch ein Loch in der Wand. Irgendein Steg ist draußen rausgefallen. Mal gucken, das scheint bis unten hindurch zu sein. Ich hoffe es mal. So, leider läuft hier durch die Vibration der Akkuschrauber weg. So, mal gucken, ob wir jetzt hier oben lang schneiden. Ah, das zeigt vielleicht komplett krumm. Gucken wir mal, ob wir das irgendwie hier rauskriegen. Da liege ich noch mit draußen. Ist noch ein bisschen hoch. Oh, das erste Mal frische Luft in der Wohnung. Aber hier irgendwie. Das Problem ist, dass mir gleich oben das Ding echt runter segelt hier oben. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. So. So, jetzt muss ich nur hier die Nieten dann aufbohren. Ja, professionell haben sie es aber damals nicht gemacht. Einfach hier so ein Stück hier reingeklebt. Kein Wunder, dass es nicht richtig dicht ist. Die alten Dachdeckerfuscher hier. Ich muss jetzt die Nieten hier aufbohren. Und dann muss ich eigentlich mit der Flex da mal reinschneiden, anders wird es nicht gehen. Denke ich mal. Dass ich das Teil abmache. Ja, was machen wir dann? Akkuschraube. Akkuschraube. So, das werden wir jetzt mal mit der großen Familienflex schneiden. Für den kleinen Schnitt zwischendurch. So, mal gucken, ob man das hier durchkriegt.
So, passend zur Familienflex haben wir ja auch den Familienhammer, um so kleine Streitigkeiten zu schlichten. Ich glaube, das Problem, was wir haben, ist, dass die Fensterbank außen nicht angeschraubt, sondern angeklebt ist. So eine Scheiße. Ich hatte zwar eine neue Fensterbank dabei, aber ich wollte die eigentlich noch behalten, dass ja draußen unten der Abschluss gleich ist. Mal gucken. Irgendwie hier. Jetzt bekomme ich auch noch Landluftdosierung. Mit der Mist gerade hier auf die Wiese gestreut. So, jetzt mal gucken, was Fenster jetzt der Rahmen passt. Ne? So, machen wir erstmal die Tragegurte hier ab, die hier noch dran sind. Gucken wir mal, außen ist das ja Anthrazit und innen weiß. Ob das auch hier reinpasst. Aua, Finger noch geklemmt. Ja, trotzdem 5 mm. Ich hätte zwar noch kein bisschen mehr Luft gehabt, aber. Passt ganz gut. Ne? Nur. Hinten muss ich noch ein bisschen. Obwohl, hinten kann ich noch höher. Gut. Weil ich will hier unten drunter noch ein bisschen Schaum spritzen, dass es dicht ist. Ja, das heißt, hier kann ich ja hier oben am Träger festmachen. Mache ich in der Ecke, weil normalerweise schraubt man das Fenster ja seitlich, aber kann ich natürlich, hier sind ja Löcher schon vorgebohrt hier, aber kann ich das nicht festmachen, weil da nichts ist. Ne? Also mache ich das unten und oben fest. Bohren wir jetzt mal ein paar Löcher vor und dann gucke ich mal mit den selbstschneidenden Schrauben, ob das funktioniert. Ne? So, Bohrer. Das war ja hier oben. Ne? Also da ist ja Metall drin, stimmt ja. Da kann man gehen, das ist so schwer. Hier oben mal markiert, habe ich gerade nicht gesehen, weil die Kamera noch nach unten gerichtet. Hier habe ich mir ein Loch markiert, wo das mein Loch ist, und das bohre ich hier mal durch. Ah, heiß Späne in die Pullover. Ah. Aua. So, dann hol ich mal Schrauben und mache mit dem Mütterchen mal fest. So, wie lange brauchen wir denn? Ja, 70er Schraube, ne? 70er Senkkopf oder sowas, so 80er. Mal gucken, was wir haben. So.
Bin so ein bisschen lang geraten, die ich gefunden habe in meinem Sammelsurium, aber nicht so schlimm. So. Das ist ein 8er Senkkopf. 8x100 oder sowas. So, jetzt fällt das Fenster schon mal nicht mehr raus. Das machen wir auf der anderen Seite auch. Da wissen wir den Abstand, wissen wir ja. Und wie weit wir unten raus müssen, das können wir ja gleich messen, bzw. Wasserwaagen. So. Machen wir die andere Seite. So, was haben wir denn hier für ein Maß? 1,6. So, da ist ein bisschen hier noch ein bisschen rein. 1,6. So. Gerade noch einen Bohrer mal markieren hier. Wenn ich das hier so gegendrücke, passt das noch in 1,6. Ja. Ah, war aber scheiße. Das war zu viel. So. Spiel drin. Haben wir da unten auch. So. So, ich habe jetzt hier Keile, die habe ich mir irgendwann mal geschnippelt aus Hartholz. Den kloppe ich jetzt hier rein. So, jetzt mal gucken, ob es gerade ist oder ob wir was ändern müssen. So, das könnte oben. Nö, ist eigentlich gerade so. So, hier. Hier könnte man noch oben ein Ticken raus. So, mal gucken, haben wir hier gerade und gerade. Und so, auch gerade. So, jetzt klebe ich das von außen mit Klebeband ab. Dass der Schaum noch nicht rauskommt. Muss auch dicht sein, weil wenn es mal regnet, ne? Wo fangen wir an? Machen wir erstmal die seitlichen Dinger zu.
So, und jetzt habe ich hier zwei Komponenten PU-Schaum. Wichtig war, dass wir erstmal ein Fenster hier richtig wissen, wie es geht. Und dann kann ich die anderen zwei ja auch noch einbauen. So, jetzt erstmal Drehrichtung. Knack. So, das waren jetzt, durch das Drehen habe ich die zweite Komponente geöffnet. Wieder ein paar Sommer schütteln. Mal. Dann hat man 5 Minuten Zeit. Dann soll erstmal grüner Schaum rauskommen. Tun wir erstmal irgendwo mal hinspritzen. Wollen wir irgendwo mal Dreck machen können. Im Mülleimer. Jetzt hängen wir mal, ist jetzt alles sehr hart, klebt man das komplett drumherum. Und jetzt hängen wir mal die Fenster ein und dann gucken wir mal, ob das passt. Ne? Ja, erste Fenster sitzt. Was normal muss, dann die Fensterbank und sowas so Sachen noch dran bauen. Aber haben wir das schon mal fertig. Und dann kann man auch später dann so Dinger machen, wie auch machen wir hier einen Fensterkontakt eher oder machen wir hier einen Fenstergriff eher oder sonst was. Oder bauen wir hier mal in das Fenster fest Kontakte ein. Wäre auch mal eine Idee. So als Maßnahme, so verschiedene Variationen kann man hier alles mal durchspielen. Gut, haben wir das auch schon mal. Das Ganze haben wir jetzt dreimal vor uns. Ne? Aber ich glaube, ich baue erstmal dann die Wand hier. Weil lüften können wir ja jetzt schon mal. Die Fenster kann ich mir so nach und nach hier einbauen. Dass ich erstmal schon mal jetzt hier die Wand hier baue. Ne? Dann haben wir hier im Wohnzimmer schon mal eine Wand stehen. Ne? So, und hier sind noch diese Plastikkäppchen. Die machen wir gerade schon mal drüber, die hier dabei sind. Was haben wir hier noch in der Wundertüte drin? Also außen die Caption hier vom Regenauslauf. Die machen wir jetzt gerade noch nicht drauf. Ah, hier unten gibt es auch noch Kappen für. Aber die muss man wohl. Ne? Ah, sieht man, was die alles gibt hier. Ne? Ich habe halt wie Lego hier. Ne? So. Wie neu. Ja, die Fenster, wer fragt, wo ich die her habt, habe ich im Internet mal ein bisschen gegoogelt, so Fenster online bestellen, die sind vom Fenstersparfuchs. Ne? Da hatte ich die entdeckt, hat es 4 Wochen gedauert, Lieferzeit.
War eigentlich in Ordnung. Der war auch, ich wusste nicht, welches Profil man dann nimmt. Und hat schon ein Profil ausgesucht und dann schrieb er mir zurück, sie würde gegen Aufpreis das nächst höherwertige nehmen, weil das auf Lager wäre. Das andere wäre nicht auf Lager. Und ja, einwandfrei, schöne Fenster. Schließen auch einwandfrei, ohne irgendwo, dass man hakt. Ne? Sehr schön. Wunderbar, jetzt geht's los mit der Wand.